Die Idylle täuscht. An diesem Bach gehen schreckliche Dinge vor sich. So, und damit hallo und herzlich willkommen im Wald. Und ich kann einfach nicht mehr mich zurückhalten und ich muss euch jetzt einweihen in ein großes Geheimnis, das innerhalb der Waldfreunde schon relativ bekannt ist. Aber keiner von uns hat was gesagt, weil wir ständig doch erstens unter Druck gesetzt werden. Ja? Man droht uns damit, dass wir ab sofort nur noch Gemüsereis zu essen bekommen, ja, dass also unsere Frauen bestochen werden, dass sie uns nur noch Gemüsereis vorsetzen dürfen. Und das ist noch nicht genug, ja. Also wenn es nur diese Drohungskomponente wäre, da könnte man sich ja vielleicht noch drüber hinwegsetzen. Aber es kommt noch schlimmer. Sie bestechen uns auch noch mit immer mal wieder diesen Produkten, die ihr vielleicht bei den Kollegen, bei den anderen Wald-YouTubern hin und wieder schon mal gesehen habt. Und bei mir geht es jetzt auch langsam los, ne? Mit ganz, ganz furchtbaren, schönen Produkten wie kleine Kocher. Oder Q-Night-Taschenlampen oder Messer und andere Outdoor-Ausrüstungsgegenstände oder neue Rucksäcke. Hin und wieder soll auch schon mal einer ein Zelt bekommen haben. Und ja, da ist es dann halt schon verlockend, sich da einfach anzuschließen, weil mir ging es auch so. Ich habe mir einfach nichts Böses dabei gedacht, wird schon nicht so schlimm sein, wenn man da eben dem mitmacht bei diesem Komplott. Aber inzwischen, ich kann es einfach nicht mehr mit meinem Gewissen vereinen. Auch der Gemüsereis macht mir keine Angst mehr und deshalb muss ich euch jetzt leider verraten, was für schreckliche Machenschaften hier im Wald vorgehen. Und ich gebe zu, ich bin wirklich schuldig. Ich habe viel Blödsinn erzählt im Verlauf der Jahre, seit ich eigentlich bereits Bescheid weiß über das, was sie vorhaben. Ja? Zum Beispiel hier hinter mir. Ja, also mein altes, unehrliches Ich, das würde jetzt behaupten, das sei eine Rückegasse. Quatsch, das behaupten wir nur so als Tarnung. Also viele Förster sind da auch mit drin in der Verschwörung, die dann eben Rückegasse. Das ist ein Wildwechsel. Und zwar ein Wildwechsel vom Biber. Aber der Biber, der ist nicht das, was er zu sein scheint. Nein, nein. Ja, da steckt viel mehr dahinter. Und wenn ihr jetzt mal anfangt, selber nachzudenken, ja, und endlich aufwacht und selbst denkt und keinesfalls mehr irgendwelcher Bildung glaubt oder gar an das glaubt, was ihr mal in der Schule, böse Schule, gelernt habt oder gar denkt, dass irgendein vermeintlicher Experte, der vorgibt, seinen Beruf zu beherrschen, jemals ein Buch geschrieben hätte, in dem irgendwas drinsteht, was einem weiterhilft. Nein, nein, denkt mal selbst. Selber nach, dann kommt ihr nämlich ganz schnell auf das, was ich euch jetzt erzählen werde und ihr werdet sehen und merken, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt. Denn, kurz gesagt, wir wurden alle getäuscht. Den Biber, den gibt es so gar nicht. Der ist nämlich eigentlich ausgestorben. Ja, und das kann man auch ganz klar beweisen. Da ist die Paläontologie unser Freund. Die ist nämlich nicht mit Teil der Verschwörung. Und da hat man erst vor kurzem die letzten Skelette der letzten wirklich echten freilebenden Biber gefunden. Und ich blende euch die mal ein. Und da werdet ihr gleich sehen, ja, mit dem Tier, was heute angeblich der Biber sein soll, hat das gar nichts zu tun. Also dieser Biber hier, den wir hier sehen, die anderen Förster und die Mitverschwörer von mir, ja, die jetzt nicht zum Whistleblower geworden sind, so wie ich, die behaupten, das sei der Riesenbiber. Aber in Wahrheit ist das der normale Biber. Früher waren alle Biber so groß, bis sie eben ausgestorben sind. Und wir können auch
ganz klar erkennen, das sind hier echte Knochen von diesem Biberfossil, diesem Biberskelett. Und also das hat ganz klar früher hier gelebt und ging ganz gut eigentlich im Einvernehmen mit dem frühen Menschen, dass man auf dem Biber da auch reiten konnte, soll es gegeben haben, und er hat den Leuten geholfen, Staudämme zu bauen, wenn sie irgendwelche Acker auf schwemmen wollten, damit sie besser ihren Reis anbauen konnten. Damals haben die Leute noch gerne Gemüsereis gegessen. Und heute ist das natürlich alles völliger, und dieses Tier ist ganz klar, das kann sowas, das kann heute gar nicht mehr existieren, ja. Und drum ist es ja auch einleuchtend, dass der Biber ganz klar ausgestorben sein muss. Und was man heutzutage, da habe ich auch wieder so ein Skelett gefunden und werde euch dann mal ein Bild zu einblenden, was man heutzutage behauptet, was ein Biber sein soll, angeblich Castorfieber. Das klingt ja schon völlig behämmert, ne? Als ob es irgendein Tier gäbe, das jemand Castorfieber genannt hat. Ganz klar, dieses Biberskelett, das ist Fake, ne? Da braucht ihr gar nicht glauben, dass das echt sei. Das einzige Teil, was da dran noch echt war, und das konnte man leider nämlich nicht mehr rechtzeitig wegschmuggeln. Ich weiß nämlich genau, das wurde auch mir von Ihnen erzählt. Ursprünglich gab es da mal so ein Einsatzkommando, das ins Paläontologische Museum in Bielefeld eingebrochen ist. Und die haben da, wollten sie eigentlich das gesamte Skelett von diesem angeblichen Biber entwenden, haben es aber nur geschafft, den Torso mitzunehmen, und der Kopf ist leider liegen geblieben. So, jetzt sieht der Kopf, wenn wir uns den genau angucken, der sieht eigentlich ziemlich tierisch aus. Und man könnte meinen, das sei Knochen, aber ja, wenn ihr mitdenkt und endlich aufwacht und endlich selber denkt, ja, dann werdet ihr sofort feststellen, dass dieser Biber ganz seltsame Zähne hat. Ja? Und wenn wir dann der Lügenpresse Glauben schenken wollen, ja, und der falschen Bildung auf so hochdubiosen Seiten wie zum Beispiel der Enzyklopädie der Säugetiere Baden-Württembergs, da steht nämlich drin, bei Biber, der wird tatsächlich als Tier aufgeführt, der hätte deswegen diese rote Schicht am Zahnschmelz, die wir vorne an den Zähnen des Bibers ganz klar erkennen können, weil da Eisen eingelagert ist. Welches Tier hat denn bitte Zähne aus Eisen? Na, ist das nicht unglaubwürdig? Das glaubt doch keiner. Ne? Also glaubt doch bitte nur, was ihr sehen könnt. Ja? Und was ihr sehen könnt, ist ja ganz eindeutig, dass dieses Tier gar kein Tier ist. Weil klar hat es Zähne aus Eisen, ne? Das erkennt man an der roten Farbe, das ist Rost. Also da sitzt tatsächlich Eisen im Zahnschmelz dieses angeblichen Tieres. Und wie kann das sein? Na, ganz einfach, das ist überhaupt kein Zahnschmelz und das ist auch überhaupt kein Tier. Na? Nämlich, ich habe mal ein paar Wildkameras aufgestellt und die haben tatsächlich nach langen Versuchen, nachdem auch viele Kameras kaputt gegangen sind, ich habe sie da hinten am Bach aufgestellt, müsst ihr wissen, haben sie ein Bild aufgenommen. Und bevor ich euch das zeige, muss ich euch noch kurz erklären. Normalerweise ist es unmöglich für normale Leute mit normalen Wildkameras tatsächlich eine Aufnahme von diesen Wesen zu machen, das ich euch gleich zeigen werde. Das liegt nämlich daran, dass eigentlich haben die ja internes Bluetooth, und mit diesem Bluetooth, da senden sie ein Störsignal, dass alle Wildkameras im Umkreis von 500 Metern automatisch deaktiviert, solange sie da durchfahren. Ja, die sehen so aus, als würden sie laufen, aber in Wahrheit fahren die eigentlich. Und drum hier, das da hinter mir, das ist ja auch eine Biberspur. Ja? Ein Wildwechsel vom Biber, nicht etwa Rückegasse. Nein, nein, das sind die Biber, die da langfahren. Ja? Und normalerweise eben aufgrund dieses Bluetooth-Störsignals kann man die nicht filmen oder fotografieren oder sonst wie. So, und jetzt ist es aber doch geglückt, weil tatsächlich ich das Glück hatte, einen defekten Cyber-Biber zu erwischen. Und dadurch, dass der kaputt war, beziehungsweise sein Akku fast leer, das kann man erkennen, seht ihr jetzt bei dem Bild. Das kommt jetzt.
Ja, und da seht ihr schon, im Auge, da leuchtet bereits das rote Lämpchen. Das ist ganz klar, das ist das Symbol für Akku leer, ja, oder Akku fast leer. Der hat sich auch nur noch ganz, ganz langsam bewegen können. Und offensichtlich ist er auch beschädigt worden. Wahrscheinlich ist er in den Bach gefallen, vom Wasser mitgeschleffen worden und gegen ein paar spitze Steine gekracht, dass man jetzt auch die innere zugrunde liegende Mechanik sehen kann. Da sieht man ganz klar, also wie das Biberskelett am Anfang, sieht das nicht aus, ne? Weil kann ja auch nicht, der Biber ist ja ausgestorben. Das kann man auch ganz klar beweisen anhand der Knochen von dem alten Originalbiber, dem paläontischen Biber, dass man da eine C14-Datierung von seinem Knochenmark machen kann. Dann weiß man genau, der ist schon seit, ich weiß es nicht genau auswendig, ich schreibe es euch mal unten hin, seit schon vielen, vielen, vielen Millionen Jahren ist der bereits tot. Ja, also ist ganz klar, dass das nichts mit diesem Wesen, das angeblich ein Biber sein soll, zu tun haben kann. Ist völlig unmöglich. Und selbstverständlich ist die Tatsache, dass es sich um einen Cyborg-Biber handelt, die einzig logische Erklärung, wieso der Eisenzähne haben kann. Ne? Es wäre ja völlig ausgeschlossen, dass es da irgendeinen komplexen ökologischen Zusammenhang gibt. Denn komplexe ökologische Zusammenhänge gibt es überhaupt nicht. Nein, es gibt immer eine einfache Ursache-Wirkung-Beziehung. Ja, und wir müssen uns auch immer fragen, bei allem in der Natur, wer steckt da dahinter? Ja, warum zum Beispiel liegt hier dieses Blatt? Liegt es da wirklich nur zufällig? Oder stecken vielleicht Sie dahinter? Ich meine ja nur, ne? Man wird ja wohl noch mal zweifeln dürfen. Zweifeln kann man ja mal, ne? Jetzt muss ich mal das Mint-Mikrofon draufstecken, sonst versteht man mich nicht mehr. Also man sollte ja grundsätzlich wirklich nur glauben, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Und nachdem ich mich dann auch noch mal eine Weile auf die Lauer gelegt hatte, weil sehen kann man die ganz gut, diese Cyber-Bibers, man selbst hat ja kein Bluetooth. Ja? Also da funktioniert das Störsignal dann auch nicht. Normalerweise haben sie also so ein intaktes, synthetisches Fell, dass man das ihnen nicht so gut ansieht. Und lediglich wirklich kurz bevor der Akku leer ist und das Auge rot aufleuchtet, müssen sie ganz schnell wieder zurück in den Umfang von. Und da kommt nämlich jetzt der nächste Beweis. Das ist ganz klar, dass das zusammenhängen muss. Das, sobald man da ein bisschen drüber nachdenkt, wird einem das sofort klar werden. Denn wie soll denn hier mitten im Wald, ja, so eine hochentwickelte Technik wie der Cyber-Biber, wie soll der denn seinen Akku aufladen, wenn nicht 5G, ne? 5G-Netz. Aha. Ja, und was glaubt ihr denn, warum überall jetzt 5G-Netz-Masten in den Wald gestellt werden sollen? Aha. Und es ist ja ein komischer Zufall, dass ausgerechnet jetzt, ne, wo 5G-Masten in den Wald sollen, komischerweise überall Bäume sterben. Ja. Und bisher hat man ja behauptet, und ich gebe zu, ich war Teil davon, und ich habe auch behauptet, dass es daran liegt, dass die Trockenheit damit irgendwas zu tun hätte. Ne? Aber komm, sagen wir mal ehrlich, ja, also diese ganzen komischen Wetterdaten, das ist ja alles auch nur Fake News. Diese blöden Meteorologen da, die tatsächlich behaupten, irgendwie messen zu können, wie viel es regnet, ne, das vielleicht, aber ist ja klar, dass die auch alle nur gekauft sind oder mit Gemüsereis bedroht worden sind oder vielleicht hat man ihnen auf ihren Lieblingsteppich gepinkelt oder sie anderweitig unter Druck gesetzt. Und ja, jedenfalls diese Meteorologen, denen würde ich nicht glauben. Ja, weil wenn wir mal nachdenken und aufwachen, dann Hashtag aufwachen. Dann kommen wir relativ schnell drauf, dass es ja ganz klar ist, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen eben diesem Waldsterben hier jetzt und eben dem 5G-Netzausbau. Ne? Kurz bevor man angekündigt hat, man wolle das 5G-Netz ausbauen. Ja, dann haben so ein paar findige Leute gemeint, ja, das kann nicht angehen, ne? das geht überhaupt nicht. Das 5G-Netz, da, die wollen uns damit fernsteuern und so weiter. Haben sie ja natürlich auch vollkommen recht, klar. Hat man dann eben Gegenmaßnahmen ergriffen, weil man dachte, oh, da gibt es ein paar,
die haben es rausgefunden, da muss man aufpassen. Wir brauchen also irgendeinen Vorwand, um Wald zu entfernen, damit wir 5G-Masten aufstellen können. So, und jetzt wäre es natürlich einfach, den Cyborg-Biber einfach überall die Bäume weglasern zu lassen. Also der hat so eine Laserklinge im Mund, die basiert auf Star Wars Technologie, funktioniert so ein bisschen wie ein Lichtschwert. Also ein Laserstrahl, der nach etwa 1,50 Meter Länge eine Kurve macht und wieder zurückkehrt, ja, so mitten im Nirgendwo. Und dadurch wird das Licht auf tausendfache Konzentration gebündelt. Und das gibt dann so einen ganz unglaublich heißen Laserstrahl und damit kann der dann Bäume fällen. Ne? Ich habe hier, guck mal, da unten, seht ihr, da waren sie nämlich schon. Ich bin hier nämlich an so einem Bachtal, also die geben ja vor, im Bach zu leben. Und wenn wir hier jetzt mal hinzoomen, da unten, ne, seht ihr, da direkt am Weg, da fehlt ganz offensichtlich ein Baum. Ja, und das kann eigentlich nur der Biber gewesen sein. Also anders kann ich mir nicht erklären, wer an dieser Stelle, das macht da ja überhaupt keinen Sinn forstwirtschaftlich, da jetzt einen Baum zu entnehmen. Guckt mal, ja, also so mitten am Waldrand, ja, das überhaupt keinen Sinn macht das. Weil der würde da noch total viel Licht bekommen und der könnte da total gut weiter wachsen. Also das kann eigentlich nur der Biber gewesen sein, ja. Aber weil das doch ein bisschen verdächtig ist, vermute ich, ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat nämlich nicht die Biber dazu angestiftet, direkt einfach die Bäume umzulasern mit ihrer Laserklinge, sondern stattdessen haben die überall heimlich Gräben, unterirdische Gräben im Wald angelegt. Das ist nämlich nicht nur ein Biber, sondern der hat auch noch ein Maulwurfaggregat. Denkt ihr etwa, ein Maulwurf sei existent? Ist da Quatsch, ne? Also die sehen ja nicht mal was. Wie sollen die sich denn unterirdisch im Dunkeln zurechtfinden, wenn sie nicht mal was sehen? Das kann ja wohl nicht funktionieren, ne? Und dementsprechend, das kann auch nur der Biber sein, ja? Und eben mit diesen unterirdischen Kanälen zapft er dann den Bäumen das Wasser ab. Also der buddelt diese Kanäle so um die Wurzeln drumherum. Und ich meine, wenn ihr mal drüber nachdenkt, nochmal zurück zu dieser Lügenpresse von dem Meteorologen da. Diese total blöden Wissenschaftler, die immer noch behaupten, es gäbe einen anthropogen verstärkten Klimawandel. Dass ich nicht lache. Ja, jedenfalls ist ja ganz klar, dass das CO2 allein dadurch zustande kommt, weil die Biber ja einen Auspuff haben, ja? Und die brauchen enorme Energie und da kommt das ganze CO2 aus dem Auspuff von den Bibern. Ja, also es ist schon irgendwo so, dass das natürlich kein natürlicher Prozess ist, dieser Klimawandel. Ja, aber dahinter stecken sie. So, ja, also jedenfalls die Meteorologen, hört nicht auf die. Geht mal tief in euch und glaubt an euer Gefühl. Hat es denn letztes Jahr wirklich so wenig geregnet? Nee, oder? Ja, es hat schon immer mal wieder geregnet. Ne? Also diese Behauptung, es sei so trocken, da kann ja nichts dran sein. Ja? Und das Jahr davor, wenn ihr mal tief in euch geht und lange nachdenkt, das Wetter war eigentlich ganz schön schlecht. Ja, ihr werdet euch bestimmt an einen Tag erinnern, an dem es wirklich mal geregnet hat. Und das Jahr davor, da hat es auch mal geregnet. Ja, also diese Behauptung der Meteorologen, es hätte überhaupt nicht geregnet. Da ist ja wirklich nichts dran. Ne? Immer mal wieder hat es geregnet. Und das müsste eigentlich auch genügend Regen gewesen sein. Ne? Also kann man sich jetzt so nicht erklären. Ja, und eben diese Trockenheit, der angeblich trockene Waldboden, das sind die Biber, ganz klar, mit den Entwässerungsgräben. Und wohin kommt der Dreck? Auf den Entwässerungsgräben? Das ist auch eine ganz tolle Idee. Ne? Da kommt nämlich jetzt der Naturschutz ins Spiel. Der Naturschutz ist auch Teil der Verschwörung. Der Naturschutz ist gerade dabei, deutschlandweit überall Moore angeblich zu wiedervernässen. Also, dass das Wasser in den Mooren bleibt. Und was gibt es in den Mooren nicht? Na, die Biber. Und deshalb ist es auch völlig egal, weil in den Mooren kannst du auch keinen 5G-Mast aufstellen, weil der Untergrund ist zu wackelig, da würde der umfallen. Ja, deshalb dürfen die Moore ruhig nass sein, das interessiert niemanden, weil da will ja eh keiner die 5G-Maste hinstellen, die sollen woanders hin. Und drum wird das ganze Wasser in den Mooren gehalten, ja, und die Moore-Entwässerungsgräben, die werden zugeschüttet und man behauptet, das Moor soll weiter wachsen, das hätte irgendwas mit Naturschutz zu tun, aber dabei soll eigentlich ja bloß das Wasser, das im Wald normalerweise überall runterfließt, aus den Mooren raus, ja, und den Wald bewässert, das soll in den Mooren bleiben, damit der Wald trockener wird und abstirbt
und die Leute nicht merken, dass überall die Biber die Bäume gefällt haben. Weil wenn die einfach so absterben, nach und nach, ja, dann ist das auch kein Problem. Und dann gibt es dann auch diesen angeblichen Borkenkäfer. Der ist nämlich auch gar kein Borkenkäfer. Ja, den Borkenkäfer, den gibt es nämlich auch nicht. Das sind in Wahrheit Nanobots. Die Nanobot-Technologie von Ihnen. Die ist nämlich total weit fortgeschritten und dazu kommen wir aber gleich noch. Das ist alles Teil einer ganz großen Verschwörung. Das hängt alles miteinander zusammen, wenn man Hashtag Aufwachen betreibt. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ja, also jedenfalls, Biber werden gebaut und nicht geboren. Und eben das 5G-Netz ist dafür erforderlich, damit das mit den Bibern funktionieren kann, weil die damit eben ihren Akku wireless aufladen. Drum ja auch diese hohe Energiedichte von dieser 5G-Strahlung. Wozu soll das sonst gut sein, wenn nicht, um wireless den Akku von so einem Cyber-Biber aufzuladen? Eine andere Funktion, na ganz ehrlich, E-Auto. Da hat man auch nur als Vorwand erfunden, dass die E-Autos irgendwie 5G brauchen für autonomes Fahren und so ein Blödsinn. Das ist alles wegen den Bibern. Vorwand, ne? Also könnt ihr in der Lügenpresse nachhören. Ja? Berichtet die Lügenpresse überall. Was macht denn so ein Biber angeblich noch? Ja, also den Biber, den es nicht gibt. Der baut Biberburgen. Ja, und habt ihr mal in so eine Biberburg reingeschaut? Ich denke nicht. Und deswegen könnt ihr auch auf keinen Fall wissen, was da drin ist. Und denkt mal nach, ne? Also wo wäre denn der Ort, wo ihr als allerletztes ein geheimes Rechenzentrum erwarten würdet? In der Biberburg, ja? Also dezentral. Ist nicht so, dass die jetzt irgendwo ein Riesenrechenzentrum bauen würden, ne? Das wäre ja viel zu leicht zu finden. Nee, die haben einzelne Server in den jeweiligen Biberburgen aufgebaut und dann unterirdisch über solche Entwässerungslauf-Kombitunnel haben sie die ganzen Biberburgen miteinander vernetzt. Und in diesen Biberburgen, da stehen eben die Server, mit denen die Borkenkäfer-Nanobots betrieben werden. Und die anderen Nanobots auch. Denn wofür braucht man denn diese Server? Ja, in Kombi mit dem 5G-Netz. Da langsam, ne, das ist klar, ne, jetzt merkt das langsam, ne? Ja, jetzt fängt er an, selber zu denken hier. Aha. Ja. Denn, ist euch mal aufgefallen, wart ihr mal im Wald in letzter Zeit, ne? Ist euch aufgefallen, wie viele Leute zombieartig im Wald einfach so einen Weg entlang laufen, so als ob sie nichts Besseres zu tun hätten und völlig apathisch dabei aussehen und einfach nur den Weg entlang laufen, ohne Sinn und Verstand, als ob sie wirklich nichts Besseres zu tun hätten. Das ist kein Zufall. Ha? Und ist euch auch mal aufgefallen, dass seit diesem angeblichen Coronavirus, ja, viel mehr Leute im Wald rumlaufen, so sinnlos einen Weg entlang, als ob sie keinen Sinn und Verstand mehr hätten. Aha. Ja, denn Corona, das ist eigentlich gar kein Virus. Nein, 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 nein. Das sind Nanobots. Mhm. Und die Nanobots, also die Leute, die von den Nanobots infiziert worden sind, die müssen logischerweise sinnlos im Wald rumlaufen. Und die Nanobots, die hängen sich dann im Hirn an die Synapsen, ja, und drehen da so ein bisschen dran, in die Richtung, in die die Leute laufen sollen. Und dann laufen die halt wirklich so zombie-mäßig in den Wald. Warum? Na ganz einfach, weil da das 5G-Netz ist. Und dann können nämlich die Nanobots, die Corona-Nanobots, im Hirn ihrer Wirte ihren Akku wieder aufladen. Also die gleiche Akkuladetechnologie, wie sie auch bei den Cyber-Bibern Verwendung findet, ist ganz klar, dass das auch dazu da ist, um eben dann diese Corona-Nanobot-Akku wieder aufzuladen. Und dann die Leute, die halt wirklich da so zombie-mäßig, das kann ja kein Zufall sein, ne? Da ist doch ein ganz, ganz klarer Zusammenhang zu erkennen. Ja, und
warum das Ganze? Ja? Warum sollen denn alle Leute nach und nach sinnlos durch den Wald laufen, bis es da eine Riesenprozession von Leuten, die sinnlos im Wald rumlaufen, gibt? Und auch ein ganz eindeutiger Beweis, zurzeit sind ganz viele Leute im Wald, die waren da noch nie. Ja? Wenn es jetzt so Leute wie ich sind, da könnte man ja vermuten, dass wir vorher auch schon im Wald gewesen sind und das auch ohne Nanobots. Also ich habe keine, weil ich habe Sicherheitsvorkehrungen getroffen, zeige ich euch nachher. Ja, also da kann man ja davon ausgehen, dass das mit den Nanobots... aber das sind alles Leute, die gehen zum ersten Mal in den Wald. Oder guckt euch mal auf Instagram um. Da posten plötzlich Leute, ich habe kein Instagram, aber guckt euch da mal um. Und da sollen angeblich Leute Zeug posten, wo sie im Wald stehen und ein Selfie machen, während sie im Wald stehen. Ja, so Influencer. Und auch das ist kein Zufall, weil die Influencer, die werden speziell gesteuert von den Nanobots. Die sollen eben ihren Influencer-Status nutzen, um ihren Followern, heißen die Follower, genau so heißen die, die sollen dann auch in den Wald kommen, wo ja schon die Nanobots rumfliegen, ja, und die, auch die Borkenkäfer-Nanobots, die überall von Fichte zu Fichte fliegen, die sollen dann eben die Leute entsprechend infizieren, weil allen voran eben als so ein bisschen intelligenterer, noch mit einem gewissen eigenen Willen, aber doch mit dem dringenden Bedürfnis, im Wald Influencer-Fotos in der Natur zu machen, an möglichst abgelegenen Orten, damit man auch da dann später, wenn die Leute da überall rumlaufen, problemlos noch ein 5G-Mast zusätzlich hinstellen kann. So nach dem Motto, die Leute brauchen da ein 5G-Mast, die haben alle ihre Handys dabei und machen auch Selfies. Und die müssen sie ja sofort auf Instagram posten. Und dementsprechend... Wow, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, dass es auch da einen Zusammenhang gibt. Ja, jedenfalls, warum sollen denn alle Leute im Wald ihre Kreise drehen? Ja, das ist ganz einfach, damit sie die Stadt übernehmen können. Ja, wenn da keiner mehr ist, dann können sie nämlich aus dem Untergrund kommen und die Stadt übernehmen. Denn ne, in den jeweiligen Biberburgen, ja, die eigentlichen Rechenzentren, da gibt es auch eine tief runterreichende Leiter, in die Hohlerde. Ja. Jetzt werden ein paar von euch natürlich wissen, Hohlerde, so ein Schwachsinn, kann ja gar nicht sein. Akkuwechsel. Ja, aber eben, also diese Leugnung der Hohlerde, das ist auch so eine Idee von der Lügenpresse. Ne? Also die versuchen dann doch tatsächlich mit dem Argument, die Hohlerde kann ja gar nicht existieren, die Erde ist ja angeblich flach. Ich meine, selbstverständlich ist sie das, das wissen wir alle. Wenn wir da zu weit aus dem Ozean rausfahren, dann knallen wir gegen einen Eisgürtel um die Erde, der ist dafür da, damit das Meer nicht ausfließt. Ja? Also so gegen am Ende der Scheibe eben dieser Eisgürtel, damit man da eben nicht runterfallen kann. Also würde man da durchkommen, dann würde man auch runterfallen. So, und jetzt eben mit dieser Behauptung, also die Kugelerdler, ja? Die Leute, die denken, die Erde sei tatsächlich eine Kugel, die sagen dann, ja, hier, aber Leute, Flacherde und Hohlerde, das geht nicht gleichzeitig. Ja, aber das ist doch völlig blöde. Ne? Also die denken, wir könnten nicht denken. Ja, aber wenn wir selber denken, dann fällt uns sofort ein, niemand hat gesagt, die Erde sei ja flach und schmal. Na, die kann ja auch flach und trotzdem eine dicke Scheibe sein. Ja, und in der Scheibe, da kann es einen Hohlraum geben. Also, Flacherde und Hohlerde, das schließt sich nicht gegenseitig aus, wissen wir jetzt auch. Und in der Hohlerde, da leben sie. Nämlich haben der Deep State, deswegen heißt er auch Deep State, weil er nämlich da unten deep in der Erde ist, ja, und die Ex-Menschen, die haben zusammen nämlich eine GmbH gegründet, das ist die Tochter, also die Dachgesellschaft von Deutschland. Deutschland ist ja bekanntlich auch eine GmbH und darüber die Light, zentrale Light GmbH, das ist eben diese Cooperation von den Ex-Menschen und dem Deep State. Ja, und die zusammen wollen eben gerne unsere Innenstädte für sich haben, um da in aller Ruhe T-Shirts anzuprobieren. Denn was die in der Hohlerde nicht haben, das sind T-Shirts. Die brauchen unbedingt T-Shirts. T-Shirts sind nämlich cool und das wollen die auch. Und darum haben die eben vor, die Innenstädte zu übernehmen. So. Und es gibt einen bekannten Reptiloiden und viele Leute wissen schon, dass der ein Reptiloid unbedingt sein muss. Ich habe da mal ein Bild.
Ja, und jetzt wird einem auch ganz klar, natürlich muss der da involviert sein, weil der heißt ja schon Biber. Und jetzt macht alles Sinn, alles zusammen. Das passt total zusammen und gibt einen großen Verschwörungskomplex. Und ja, jetzt bin ich natürlich in Gefahr, weil ich das alles verraten habe. Und ich muss mir jetzt super geheime Verstecke suchen, aber das ist kein Problem, weil hier im Wald, da kann ich mich total unsichtbar machen und da findet mich keiner. Also ich habe da mal ein paar Beispiele vorbereitet für super geheime Verstecke, um meinen Feinden, ne, die ich jetzt ja zweifellos haben werde, nachdem ich es verraten habe, den großen Plan, um denen klarzumachen, dass sie mich hier niemals finden würden. Paar Beispielbilder eben entsprechend. Also ihr seht selbst, ist völlig hoffnungslos und keinerlei Chance, jemals rauszufinden, wo ich da stecke. Das, ne? Also versucht's gar nicht erst. So. Also, grüßt meine Frau von mir, wenn sie den Gemüsereis, den sie ab sofort nur noch zu essen kriegt, satt hat, möge sie doch bitte auch zu mir in den Wald kommen und Schnitzel mitbringen. In diesem Sinne einen schönen 1. April. Ich hoffe, es war ein bisschen was Lustiges dabei. Und nämlich, wenn man so einen Hut hat, dann hat man also vielfältige Möglichkeiten. Grundsätzlich schützt ein Hut generell ja vor allem, was so passiert im Leben. Hepatitis C, kein Problem, Hut auf, Problem gelöst. Ne? Kreuzottern haben Angst vor Hüten, Vogelspinnen auch. Ne? So, und jetzt nimmt man einfach ein Stück handelsübliche Alufolie, weil die reflektiert nämlich die Ladestrahlung von den Nanobots, also aus den Servern, die 5G-Strahlung, die wird davon hundertprozentig reflektiert. Und das Gute ist jetzt, anders als ein klassischer Aluhut, kann man das nicht sehen, wenn das im Hut drin ist. Ja? Die denken also, du bist von ihnen beeinflusst. Sie denken das. Aber in Wahrheit bist du es gar nicht, weil du hast ja hier einen Strahlungsblocker in deinen Hut integriert. Das macht also aus so einem Survival-Hut einen noch besseren Survival-Hut. Na? Und man kann fast nicht sehen, dass ich mit diesem Hut jetzt wunderbar geschützt bin. Vor allem, was da eben an böser Strahlung und vor Chemtrails schützt da auch noch gleichzeitig so ankommt. Was ich noch kurz selbst so hier schnell erzählen kann, der Biber hat tatsächlich Eiseneinlagerung im Zahnschmelz, was eben dazu dient, möglichst die Zähne super hart hinzukriegen, damit er dann halt eben auch diese Nageleistung vollbringen kann, die er eben vollbringt. Je älter ein Biber wird, desto orangener, das sieht dann irgendwann wirklich wahnsinnig krass aus, werden die Zähne. Ich hatte da mal ein schönes Bild, aber es ist auf irgendeiner anderen Festplatte, die was weiß ich wo liegt. Und dementsprechend müsst ihr mir das jetzt so glauben. Und ja, tatsächlich war die Idee mit den Eisenzähnen vom Biber jetzt der Aufhänger eben darauf für, dass der ein Cyborg sein muss. Und der Rest hat sich dann so ergeben. Vielen Dank und nächstes Mal dann auch wieder irgendwas Sinnvolles. Macht's gut und vergesst nicht, selber nachdenken, aufwachen. Schreibt die garantiert jeder Verschwörungstheoretiker unter seinen Post, wenn es mal wieder einen gibt. Ich lösche die ja regelmäßig, aber hin und wieder gibt es mal wieder einen. Also mal darauf achten. Tschüss.